So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben wieder einen Schrein ausgelöst beim letzten Mal und das alles hier lassen wir schön in Ruhe und gehen einfach direkt hier rein. Also erstmal Schrein. Erstmal ein bisschen chillige Rätsel lösen. Und mal gucken. Gegen den Strom. Okay. Noch easy. Die könnte ich jetzt alle mitnehmen, ne? Mist. Tschüss. Sehr schön. So, da haut es auch solche Dinge raus. Da ist die Kugel, die wir brauchen werden. Ja gut, dann kann man doch jetzt ein bisschen zusammensetzen. Hä? Jetzt kommt nicht mehr nach. Das ist schade. So, neuer Versuch. Jetzt steckt alles fest, sehr gut. Das war der Plan. So. Da drüben ist die Truhe, die ich haben will, ne? Ja. Ja, und jetzt steckt, wie gesagt, alles fest. Und jetzt können wir einfach warten, bis alles voll ist. Sehr gut. So, wir wissen, wir müssen es mitnehmen, egal was drin ist. Okay, aber das klingt gut. Stabiler Sonnenschild, können wir den hier austauschen. Zack. Sehr gut. Dann können wir jetzt mit der Kugel auch zurücklaufen. Oha. Muss ich ja aufpassen hier. So. Da ist ein Ventilator. Da auch. Jetzt, dass ich mir dann ein Boot baue, oder was?
gut, bauen wir uns ein Boot. Bewegt sich das schon von selbst? Oh, das schlecht. Das schlecht. Schön hier geblieben. Dann muss ich hier am Land den Ventilator bauen. Den Ventilator, das Boot. Funktioniert. Jetzt ist das Problem halt nur, dass ich es auch in Bewegung setzen muss gleich. Sehr gut. Let's go! Easy. So. Sehr schön. Und wir sind wieder full live. Gut, jetzt können wir uns gleich bei der Quelle da unten umgucken, die wir beim letzten Mal noch kurz erspäht haben. Wir brauchen ja auch ein Bild von dem Goronen, der badet, ne? Da war ja was. Haben wir denn hier schon theoretisch ein Bild von einem Goronen, der badet? Nee, noch nicht, aber das kriegen wir bestimmt. Oh. Gut. Der Kollege kümmert sich schon drum. Finde ich gut. Oh, hier wird auch richtig viel gefahren werden mit solchen Schienendingern. Mit solchen Minenwägen, wollte ich sagen. Finde ich auch cool. Okay. Da sind Stäbe. Zum Steakstein. Ah, davon wurde uns erzählt. Davon wurde uns schon mal erzählt, dass es das gibt. Grundsätzlich. Ja, ja. Davon wurde uns schon mal erzählt. Wie, die Schlemmsteine sind hier ausverkauft und das ist der letzte? Was machen die bei der Junobau eigentlich den ganzen Tag? Die sollen gefälligst mehr Schlemmsteine fördern. Hör mal, Bruder, Schlemmsteine fördern ist doch eigentlich deine Arbeit. Sobald ich diesen Schlemmstein verspeist habe, gehe ich nach Goronia und kaufe Nachschub. Tenzi, halt schon mal das Geld bereit. Bruder, für die Junobau zu arbeiten war doch dein Traum. Du warst so glücklich, als du diese Arbeit bekommen hast. Was ist mit dir passiert? Okay. Ist hier irgendein Goronitz in einer Quelle? Nö, bisher nicht. Also kriege ich schon mal nicht das Bild, was ich möchte. Möchtest du baden gehen? Oh, du bist auch gekommen, um das erlesene Steak von Bardas zu verkosten. Seit kurzem ist hier allerdings eine kulinarische Sensation mit Schlemmstein in aller Munde. Okay. Speisefelsen schwer bekömmlich. Ja, wirklich. Ich will, dass du baden gehst. Schade. Was ist das? Ach, das ist einfach ein Tisch. Ah, das ist einfach ein Tisch. Okay, alles klar. Ah! Eine Quest. Ich hätte meinen Teller leer essen sollen. Ich wollte alles wieder gut machen. Mit deinem Schlemmschein kann ich nicht dienen. Würdest du auch das hier nehmen? Dabei hat es ein merkwürdiges Objekt. Ja, das ist so eine Energiesphäre. Ah?
Okay, er will einen neuen Schleppenstein. Oh. Holt am Ende der Leute. Ja, okay, alles klar. Weil es zu warm ist. Schön aufessen. Okay, wir müssen zu diesen Minen gehen und dann da die Höhlen machen und so weiter. Okay. Also theoretisch müssen wir das. Ja, aber hier ist jetzt leider kein Baden der Corona, wie erhofft. Na gut. Zum Steakstein Goronia. Ja, komm, wir gehen nach Goronia erstmal. Ah, neues Gras. Glutkraut. Alles klar. Jetzt nicht nach Goronia. Bardas vom Restaurant, Hylianen das Leben schwer zu machen. Junoba auf der faulen Haut und essen seltsame Steine. Okay, also die sind von den Steinen beeinflusst. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Okay. Wir kümmern uns drum. Wir kümmern uns drum, dass alles wieder normal wird. Gar kein Thema. Gar kein Thema. Nö, hier will ich eigentlich gar nicht hoch. Wir gehen gleich nach Goronia weiter. Das ist schon Goronia. Oder? Na, nicht so ganz. Aber so ein Teil, so ein klein. Ha! Hier badet jemand. Das ist aber kein Gorone. Schade. Warum bist du eigentlich kein Gorone? Möchtest du diese Höhle betreten? Ups. Gut, ich halte dich nicht auf, aber in der Höhle brennt die Luft. Wenn du so reingehst, wirst du geröstet, hörst du? Ja, es ist zu warm. Okay. Löschechsen mit Monsterzutaten und Brandschutzmedizin. Okay. Ich bin nicht hinter Schlemmstein hier eigentlich, aber so ein bisschen schon. Okay. Na gut. So. Also hier ist die Höhle, wo wir rein müssen. Hier kann ich kochen. Sollen wir gleich in die Höhle? Ja, komm, wir gehen gleich in die Höhle. Wir schauen mal, ab wann es warm wird. Okay, alles klar. Gut. So, was haben wir denn alles an Medizin? Ich glaube, ich habe gar nichts an Medizin und an Brandschutzkram. Das ist Kälteschutz. Das ist genau das Gegenteil. Das ist Anti-Rutsch. Nee. Das ist gegen Hitze, aber kein Brandschutz. Nee, ich habe aktuell nichts mit Brandschutz. Ich habe aktuell keinen Brandschutz. Okay, gut, also Löschechsen. Haben wir Löschechsen? Wo sind überhaupt die Echsen?
Klammerechse. Spurtechse. Ach, scheiße. Ah, ich hab's geahnt, dass ich nix hab. Ja, okay. Dann gehen wir vielleicht erstmal nach Goronia und gucken, ob wir da eine Kleidung finden, die uns gegen Brand hilft. Könnte ja auch funktionieren. Ah, guck mal, ja, die sind krass drauf mit ihren Steinen. Man sieht es richtig, wie die besessen sind. Das heißt, der wirft jetzt gleich nach mir irgendwas wahrscheinlich. Und die essen das von Miasma verseuchte Zeug. Dieser Schlemmstein gehört mir. Niemand kriegt was ab. Ja. Ja, man merkt, dass da was nicht ganz koscher ist. Drogen sind schlecht. Okay, ist leider gar nichts. Ich hatte auf einen Krog gehofft. Oh, da, hier ist eine Höhle. Aber wird es warm in der Höhle? Oder komme ich da klar? Du blödes Mistding. Alter. Okay, den hatten wir schon. So, aber wahrscheinlich wird es ja auch gleich wieder warm, ne? Ist so meine Befürchtung. Oha! Was ein krasser Stein. Noch ein krasser Stein. Okay, normaler Stein. Es wird gleich warm werden. Oder ist es nur ein Durchgang? Ah, es ist nur ein Durchgang, okay. Blutling. Südmine, Schlucht von Eldin, okay. Bist du eine Feuerex? Tschüss. Vielleicht kann ich ja mit den Glutlingen auch was machen. Wäre eigentlich gut denkbar, ne? Normaler Stein-Dings. Ja, okay, Felsraubschleim. Ja. Also erst eine Bombe reinjagen. Dann wird er zu einem normalen Raubschleim. Okay, klappt super. Und dann kann man hier ganz normal raufhauen. Und tschüss. So. Okay. Ja, wir haben jetzt ja schon einen. Passt schon. Passt erstmal schon. So.
habe ich dich. Eine Löschexe haben wir schon mal. Okay. Da geht es wahrscheinlich weiter in die Höhle rein, was ich jetzt nicht machen kann. Okay. Ja, Südmine, aber da wird es jetzt wahrscheinlich auch warm werden. Ist mir entkommen. Ne, es geht sogar noch. Bisher beschwert er sich nicht. Okay. Ah, hier müsste man viel fahren wahrscheinlich, scheinbar. Okay, dann muss ich da eh reinfahren. Ja gut. Ja gut, ist in Ordnung. Ist in Ordnung erstmal. Aber viel mehr geht jetzt hier auch noch nicht, ne? Nee. Oh, na, ah, die ist wieder weg. Ja, ich... Das ist nach wie vor doof, dass die einfach so abhauen können. Dich kriege ich aber jetzt. Sehr schön. Haben wir schon mal zwei Löschechsen. Also theoretisch lässt sich schon was herstellen. Noch nicht viel, aber es lässt sich schon was herstellen. Oh, da sind drei Stück oder vier Stück. Ne, das sind Vögel. Ja, die hauen auch sofort ab. Okay. Wild. So, was haben wir hier Hübsches? Okay. Nein, da waren zwei. Ach, ich hasse alles. Da ist aber eine auf dem Fels noch. Ich mahn, jetzt ist er wieder hochgegangen. Ah, hier sind richtig viele. Also wenn man welche braucht, kriegt man hier auf jeden Fall welche zusammen. Was hier erstmal ganz cool ist. Oh, die nehmen wir noch mit. Nice. Okay, dann probieren wir mal zu kochen. Zwei habe ich, also kann ich zwei was versuchen. So. Wo sind jetzt die Löschechsen? Müssen die nicht bei den anderen Echsen mit dabei sein? Ah, jetzt ist sie hier. Okay, einmal eine Löschechse und jetzt Monsterzutaten einfach dazu. Einfach irgendwelche Monsterzutaten dazu. Wovon wir vielleicht 3 Millionen Stück haben hier, irgendwelche Bockgrünhauer. So, mal gucken, was passiert.
Ja, 9 Minuten 50, jawohl, läuft. Da machen wir doch gleich noch eine davon. Und noch eine Löschechse. Oh, ich habe ein Dings zu viel. Mann! Nimm doch jetzt eins aus der Hand wieder raus. Warum ist das denn so schwer? So. Zack. Sehr schön. Zweimal große Brandschutzmedizin. Das ist doch gar nicht mal verkehrt. So, wir gehen trotzdem erstmal weiter Richtung Goronia. Das erscheint mir gerade sinnvoller. Oh. Das sind Goronen. Sind die auch drauf mit dem Zeug? Nein, da wäre schon wieder eine gewesen. Naja, er ist und die haben keinen Bock. Okay, dann fange ich das Gespräch gar nicht erst an. Dann fange ich das Gespräch gar nicht erst an. Du bist auch wieder modetechnisch unterwegs hier. Im Dunkeln wird es mir bange. Goronia, feuerfeste Kleidung. Ja. Deswegen bin ich auch hier. Okay, aber keine weitere spannende Geschichte hier jetzt am Start. Was ist das? Mineralienmarkt. Frische Mineralien zur Hälfte des Marktpreises. Aber ich schätze, dass das alles noch nichts ist, solange die unter ihrem Bann stehen. Ist der nicht da? Bladon, bla bla bla. Okay, Bladon suchen wäre auch noch eine Geschichte. Der verkauft halt Feuerstein. Ja, braucht kein Mensch. So, easy. Grog? Schade. Oh, aber da, Krog. Dumme Viecher. Ah, okay, nichts weiter Spannendes. Aber dann machen wir kurz Kroggy. Hui! Ernsthaft, das hat nicht ge... Oh mein Gott. Dann halt so. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Hat der Krog auch keinen Bock hier oder was? Wieso treffe ich? Bin ich zu dumm zu treffen? Oder geht der einfach noch nicht? Ich treffe immer so am Rand, ne? Das haut nicht hin. Ich mach das falsch. Wow, ich habe halt wirklich immer daneben getroffen. Wahnsinn. Wie wählerisch willst du sein? Spiel, ja.
Gut. Ja, aber sehr praktisch durch die heiße Quelle haben wir jetzt erstmal wieder volle Energie bekommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das jetzt. Jetzt ist aber wirklich Goronia hier. Jetzt sind wir wirklich hier. Jetzt sind wir wirklich hier. So, lasst ihr mich rein oder macht ihr Stress? Wir wollen mit dir reden. Ich weiß nicht, ob ich mit euch reden will. Aber wir gucken mal, was ihr tut. Es gibt doch was, dass wir nur mit dir quatschen können. In Goronia treiben sich gerade einige ganz schön schwere Jungs herum. Wenn du Edelsteine bei dir trägst, sollst du sie deshalb allerschnellstens abstoßen, bevor sie dir noch jemand abknöpft. Wir sind natürlich die guten Goronen. Wir kaufen uns, dann bist du im Handumdrehen steinreich. Wir geben dir 3 Rubine für jeden Edelstein, egal welche Sorte. Komm schon, zeig uns, was du hast. Nee, danke. Hey, was führt ihr da im Schilde? Oh, gar nicht gut, nichts für weg hier. Als ob ich nicht selber mit denen klargekommen wäre. Okay. Das nur noch mal Glück. Ach, als ob ich nicht selber mit denen klargekommen wäre. Seit der Todesberg nicht mehr aus, von den Lava abgekühlt ist, kommen endlich wieder die julianischen Reisenden her. Ja. Ja, die Schlemmsteine sind nicht gut. Die Schlemmsteine sind gar nicht gut. Ich hab's verstanden. Ist mir völlig wurscht, wer das ist. Juwelieren aus Gerudo-Stadt. Okay. Lass mir meine Edelsteine. Bernstein ganz dringend. 10 Stück Bernstein ist etwas mehr als die anderen Läden. Okay. Gerade nicht. Außer wir brauchen gleich ganz dringend. Aber guck mal, die hat eine Quest auch. Ach, dann muss ich das machen, ja? Okay, ja, komm. Sarg. Sarg. Sarg, Sarg. Jo. Quest geschafft. Wunderbar. So. Da ist direkt der nächste Schrein. Ja, ich habe jetzt vor allem deswegen auch verkauft, weil es kann ja sein, dass wir für die Kleidung ordentlich Geld brauchen, ne? Okay, wir sind hier. Oha. Oha, hier ist der ganze Schlemmstein-Scheißdreck. Oh mein Gott. Merkt ihr nicht, wie giftig das ganze Zeug ist? Die checken es bestimmt. Jetzt auch noch Torwächter Krant. Und das, obwohl ich alle eindringlich vor diesen Schlemmsteinen gewarnt habe. Also der Grund, warum alle sich so merkwürdig benehmen, das liegt an den Schlemmsteinen, die Junoboss fördert, oder? Junoboss? Was wüsstet ihr denn da so, hä? Geht's um die Schlemmsteinplatte hier, oder was? Oh, nee. Junobo. Was soll jetzt bitte schön das Problem hier sein? Macht die Basaltluken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja? Kennen wir uns nicht? Alter, der Typ war schon damals nervig, der ist jetzt noch schlimmer. Wer auch wieder da ist, unser Link. Du bist so mickrig, dass ich dich fast übersehen hätte.
Yonobo, was ist denn das für ein Benehmen und auch noch einem Gast gegenüber? Ja. Chef, ich meine Bluto, du hast auch nicht kapiert, wenn man mal die Klappe halten sollte, hä? Oh. Tokachin, auf wen baut ganz Goronia? Oh. Auf die Yonobau. Hey. Oh, frag, und wer ist der Boss der Yonobau? Yonoboss. Ja. Kapierst du es jetzt, Bluto? Du hast dir nichts mehr zu sagen. Hm. Ah, wenn du glaubst, ich werde mir dein Gefasel anhören und nichts mehr zu sagen, dann hast du dich geschnitten. Lass hören, Link, was hast du in Goronia verloren, hä? Du suchst Prinzessin Zelda? Gehst uns auf die Nerven, weil es vielleicht was Seltsames passiert ist? Prinzessin Zelda, ich habe gehört, dass sie verschwunden ist, aber wie kommst du, dass du sie noch nicht gefunden hast? Diese hübschen blonden Federn erkennt man doch überall wieder, kein Zweifel. Federn? Haben Hylianer nicht Haare? Genau, und das ist die gleiche Farbe wie die von der Frau, mit der Yonoboss über Schlemmsteine verhandelt. Hey, ihr beiden, habt ihr nichts zu reden? Über Sachen, die euch nichts angehen? Also hört zu, in Goronia läuft's prima, bei uns passiert nichts seltsam und Prinzessin Zelda haben wir auch nicht gesehen. Hier hast du nichts verloren, also verzieh dich. Okay, er ist auch drauf. Okay, alles klar. Aber er nervt mich jetzt schon, ne? Okay. Kann ich überhaupt schon Kleidung kaufen, ist die Frage. Ja, Yonobo aus Goronia, ja. Das hat super funktioniert. Hier komme ich wieder raus, will ich nicht. Ich will einen Kleidungsladen. Wo ist der denn? Und ist da oben? Da oben ist bestimmt auch irgendwas. Ach, gucke mal. Treffe ich den von hier? Ah, fast. Easy. Sehr schön. Was ist mit dir los? Ey, du hast einen Teil von der Rüstung an, die ich will, glaube ich. In Zeiten wie diesen hätte ich nie was gekriegt, einen Hylianer zu treffen. So, ja, Gründe sind merkwürdig. Was? Sag gleich, was du willst. Felsschmelzquelle. Ah. Geheime Thermalquelle. Ah. Thermalquellenkenner. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Okay, keine Ahnung, was ich hier machen soll. Goronenquelle. Ja, gut, wie auch immer. So. Da können wir ja schon wieder Auto fahren. Aber jetzt gerade nicht. Da war eine Löschechse zu spät. Was haben wir hier? Auf jeden Fall ist es schon mal kein La. Oh mein Gott, ich will nicht das lesen. Kavitas Tagebuch. Ja, komm. Wir müssen ja ein bisschen was rausfinden. Wir drei Brüder können jetzt bei der Yonobau arbeiten. Da scheint es richtig gut zu laufen. Die Yonobau ist eine große Firma, die den gesamten Bergbau in Eldi kontrolliert. Chef Yonobau ist Gorone. Sein Ziel ist nicht nur Gorone, sondern auch alle Reisenden zum Lächeln zu bringen. Ja, das hat gut funktioniert. Die erzählen jetzt, wie sie an die Steine gekommen sind, wahrscheinlich. Ja, neues Produkt, Schlemmsteine. Seit er diese Maske trägt, ist er irgendwie ruppiger geworden. Mhm. Lädt uns zum Essen ein. Ja, wegen den Sachen halt. Okay, aufhören, zurück. Hä?
Okay, das war kurz. Gut. Was gibt's hier? Nisch. Aber zum Glück auch nichts zum Lesen. Okay, dann sind wir schon einmal rum. Da ist noch was, so ein Ding. Na toll. Oh, das ist diesmal höher. Okay. Let's go. Ich hab schon wieder... Mann, ich verfehle das immer. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, das muss von hier doch auch funktionieren. Riecht zu viel, es gibt's doch nicht. Hä? Muss ich von noch weiter oben oder was? Oh. Also wenn es jetzt nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich mach immer zu bald. Ich mach immer zu bald. Das gibt's doch nicht. Was ein Müll. Na endlich, mein Gott. So. Wie unfähig kann ich eigentlich sein? Okay, gut, haben wir das geklärt. Was gibt's hier? Da ist eine Statue. Ja, komm. Machen wir gleich, machen wir gleich. Wir können uns wieder zwei Herzen holen, ne? Ja. Let's go. Jetzt muss ich mir wieder die Scheiße angucken. Yay. Und gleich noch eins. Und gleich noch eins. Huch. So. Okay. Wir bringen den Frieden zurück. Machen wir. Was mit dir? Django, dass er Lornland bauen würde. Lornland? Django, dass er mit den Leuten redet, die ich nicht kenne, Django. Ist nur noch Schlemm. Ja, alles Schlemmsteine. Alles nur noch Schlemmsteine. Ist schon recht. Mein Gott, ey. Immerhin einer macht hier noch was. Ah, okay. Das ist ein älterer, der macht. Der lässt sich nicht auf die Jugend ein.
Okay. Schlemmsteine, ich kann's nicht mehr hören. Ja, passt schon. Also das geht alles erst, wenn die Schlemmsteine geweckt sind. Das geht alles erst, wenn die Schlemmsteine weg sind. Okay. Das sieht doch nach dem Laden aus, aber es ist so ein richtiger normaler Laden. Kein Ausstattungsladen und holy moly, der ist auch den Scheißdreck. Gasthaus ist hier. Schlemmsteine. Ah, die Alt können keine Schlemmsteine essen. Ich verstehe. Nee, ich will nichts essen. Nichts essen. Ich will gar nichts hier. Ich will nicht hierhin. Ich will zu einem Laden, wo ich Kleidung bekomme. Das sieht nach Kleidung aus. Ah, okay. So, wie viel kostet die Scheiße? Ja. Ja. Ja, das ist nicht gut. Okay. Kauf doch was. Davon will er 10. Ich meine, ich könnte halt Diamanten verkaufen, theoretisch, ne? Davon haben wir halt 2 Stück, dann hätte ich 1000, aber ich warte mal noch. Also, vielleicht wird es ja nochmal günstiger. Okay, dann geht hier aktuell nichts weiter. Ja. Dann geht hier aktuell gar nichts weiter. Gut. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass die Schlemmsteine verschwinden. Und die, hieß es ja, werden in dieser einen Mine abgebaut. Ja, gut, dann machen wir das doch jetzt mal. Dann machen wir das doch jetzt mal. Wait, habe ich den Schrein schon ausgelöst? Nee, ne? Warte, ich löse den Schrein erst noch aus. Und dann beenden wir den Part. Wir beenden den Part und wir beenden die Aufnahmesession. Ich muss eigentlich aufhören. Ich muss eigentlich tatsächlich aufhören. Okay. Oh, hier ist so ein riesiges Skelett. Und so ein Rad, okay. Das wollte ich nicht. Na gut, wie auch immer, wir sind beim Schrein irgendwo hier. Ja, da ist er, okay. Gucke ich noch hier kurz, ob ich hier noch irgendwelche Quests starten kann. Ja. Lore bis ans Ende der Schienen. Goropolis. Unglaubliche Schätze, okay.
Probier's jetzt mal. Ja. Okay. Dann brauchen wir da noch Ventilatoren. Gut, kümmern wir uns mal anders drum. Ich will kurz den Schrein auslösen und dann hören wir eigentlich auf. Wobei, ach, hier ist einer. Ah, komm, okay, wir machen das noch schnell. Was soll's. Jetzt geht's los. Gropolis, warte auf mich, ich komme. Okay, let's go. Was ist das? Juno-Bauzentrale ist hier, okay. Ich sehe die Juno-Bauzentrale, das Ende. Ich bin in die Schienen geschafft. Ja, aber hier ist nicht Goropolis. Goropolis gibt's nicht, tut mir leid. Yay. Tschüss. Gut, das war eine sehr krasse Nebenquest. Puh. Ich bin ja fast begeistert. Was ist da unten alles? Fels Octorok. Guck mal da drüben. Oh, ist das so ein Miasma-Loch? Oh, ich glaube, das ist so ein Miasma-Loch. Oh je. Ja, aber ja. Wir werden dann hier in die Höhlen müssen. Ah, na gut. Jetzt erstmal zurück zum Schrein. Na toll. Hä, was fehlt denn jetzt noch, dass der wieder sagt, ich muss hier Zeug zahlen? Hä, es ist doch alles da. Was will er denn? Ich check nicht, was ihm fehlt. Mein Gott, baue ich es halt selber. So, zack. Wieder zurück. Ah, hier ist überall so giftiger Scheißdreck. Ja, weil das hier wahrscheinlich das ganze Miasma kommt hier aus der Erde und dann verseucht es die Steine und so weiter. So wird es sein. Alles wie immer.
Du bist auch drauf. Okay, dann nächstes Mal dieser Schrein hier und überhaupt vielleicht schon die nächste Krone, also vielleicht schon jetzt die nächste große Geschichte. Wir haben es bis hierher geschafft. Das ist doch was innerhalb von 4 Stunden. Danke fürs Zuschauen und tschüss.